Moin Freunde und willkommen beim Max Beach Shop Community. So, wir sind wieder am Paketisieren oder immer noch eigentlich, ne? Aber für mich einiges ist immer so ein stetiges Paket, Paket, Paket. Für euch halt nicht, ne? Aber ist halt so. Jetzt haben wir auch ein Paket. Wir kommen schon drauf. Ein Paket von André. André hat mir das hier zugeschickt. Das hier ist ja interessant hier. Guck mal, noch nie gesehen. Voll porös. Mal gucken, was da drin ist. Bin echt gespannt. Zack, zack. Teile, glaube ich. Autoteile. Das sieht schon mal sehr autoteilig aus. Oha. Sehr tüdelig. Wo kommt André überhaupt her? Guck mal. Kommt André aus dem Osten vielleicht? André kommt aus... Nee, auch aus Südthüringen. Ja, ich glaube Südthüringen. Ne? Was hat er für eine Postleitzahl? 82407. So, gucken wir mal. Wir haben hier VW Skoda vom Bäcker einen Zug, einen Seilzug für Handbremse, Bautenzug für, glaube ich, Handbremse-Seilzug, ne? Steht es hier? Warte. Passen für Dingsen? Also, das ist er auf jeden Fall. Also, so in der Art. Dass er eine Feder hat und so passt, kommt ganz gut hin. Dann haben wir noch Sachen von Alpina, kommen wir gleich rein. Dann haben wir hier nochmal einen Dingsen. Nochmal so ein Ding, das ist ja schon der Kollege von dem. Auch ein Kupplungszug, schätze ich. Sieht mich nach Kupplungszug aus. Okay, Züge sind nicht verkehrt. Ein Brief, ich habe einen Brief gefunden. Okay, das erklärt sich gleich alles, was hier so drin ist. Das ist gleich ein bisschen, das Rätsel löst sich gleich. Warte, ich mache es an einer Hand gerade ganz professionell auf. So, ein DIN A4 Blatt ist da drin. Oha, harte Währung. Junge, 10er ist da drin. Alter, danke dir erstmal für 20 Mark, Alter. Van Sepp, schöne Grüße aus Bayern. Oha, gerne auch fürs Gordon zum Ufer. Tank Soforthilfe oder ein Tropfen auf dem heißen Stein. Geil. Läuft. Tank Soforthilfe, das passt sowieso. Warte mal. Hier ist ein Brief. Servus Max und Gordon. Ich hoffe, ihr könnt von den Sachen etwas gebrauchen. Die Zündgurken sind von einer Bekannten und ich konnte sie leider nicht testen. Es müssten Polo- und Golftolle sein. Halt VW. Gruß Andi. Danke für deinen YouTube-Kanal. Ja, stets bemüht. Danke für dein Paket. So, also Zündgurken und ein Zehner haben wir schon mal am Start. Zehner packen wir erstmal beiseite. Sicherheitshalber. So, Tank Soforthilfe läuft. Dann haben wir jetzt hier Handschuhe. Die gibt es so irgendwelchen Bremsensets und dazu tatsächlich. Das sind diese Standardhandschuhe. Die kenne ich auch ganz gut. Dann haben wir noch mehr Handschuhe. Die gleichen nochmal. Warndreiecke. 1, 2. Hier nochmal so ein paar Auspolstertleute. Was ist das? Ach, das sind Kennzeichenkleber. Ich kann so ein Kennzeichen. Und das packen wir uns beiseite. Das ist interessant. Das ist ganz cool gelöst eigentlich. Brauchst du keine Kennzeichenhalter, sondern kannst das Kennzeichen einfach raufkleben auf die Karre. Das ist ganz cool. Was haben wir hier noch? Hier hinter noch? Ist hier noch irgendwas hinter? Ein Schlauch. Okay, der hat auf jeden Fall Dampf. Riecht aber noch neu. Die kenne ich aus dem Tankwagenbereich tatsächlich. Vom 50er Gaspendel sind die. Oder halt von diesen Schläuchen. Also die normalen mit diesen Schlauchrollen haben die auch am Start. Kriegst du nicht kaputt. Die packe ich mir in eine Schlauchkiste. Für Schlauch... Mal gebrauchen. Ist hier noch was drin? Oha. Oh. Aha. Oh, Luftkompressor. Ich weiß, wo der hin kann. In den LT. Den kann ich tatsächlich gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich gehe mal davon aus. Ist hier noch was? Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir den ultimativen Zündklaus. Hier so eine Gurkenzange für hier Abisolierung und so. Haben wir hier noch einen Sack mit Goodyear drin oder was? Ein Sack mit Bierdeckeln? Echt jetzt? Bierdeckel? Also, da kann ich dir auch zu mir schmeißen. Harry hat einen Tonnen von. Tatsächlich. Haben wir noch was? Was ist das? Handtuch. Hä? Handtuchhalter oder was? Handtuchhalter? Ich finde mal Stranger, wo kommt man jetzt noch? Kommt. Handtuchhalter. Oh. Das ist wieder cool. Eine fühlleere. Nee, gar nicht. Ein Zollstock. Der ist ja guckig. Ein Zollstock? Ein Taschenmesser? Aber ein echtes Leatherman, muss man so gesagt haben. Das ist ein gutes Messer. Ein echtes Leatherman. Echt, da geht's gar nicht. Und hier noch?
Ein Allround. Ich sage, sieht man den Unterschied hier. Das ist ein günstigeres Messer und das ist ein echtes Leatherman. Sieht man gleich, ne? Wenn man so guckt. Krass, ne? Das ist ein bisschen angedrückt, hier ordentlich geschraubt zum Nachziehen. Und hier so Gurken genietet, so. Das ist mit dem Spiel und so. Das sind gut, die Messer. Und das für nächstes Ziel. Das ist ein bisschen gurkig, aber zum Gurkenschneiden reicht das auch. Haben wir noch was hier? Da. Zündkabel. Im Gebraucht. Habe ich eine Kiste für tatsächlich. Bremsleitungen in Scheinbar neu. Die kann man noch nehmen. Die brauchen wir nicht haben. Ein Zigarettenanzünderstecker. Ja, ist nicht verkehrt. Ach hier, Opel. Opel Zündspulen. Zündspulen. Corsa ist das hier. Das ist alles Corsa. Verteiler. Das ist nicht Corsa. Das ist eben was anderes. Sind das Schrauben? Oh, Türscharnierhilfen, Golf 2 Corrado und so. So ein Gurkensteuergerät. Eine Pumpe, eine Scheibenwaschpumpe, aber die ist schon ziemlich am Ende, glaube ich. Mal gucken. Hier nochmal eine Zündspule. Die sind übrigens gar nicht mal so billig, ne? Die kriegt man nicht so einfach. Und hier ist nochmal ein schöner Bremsschlauch für Drake Hose. Steht nicht drauf. Das sind die besten Hersteller, die nicht mal raufschreiben, wo die Teile herkommen. Das ist ein bisschen schade. Ne? Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, 3/4 davon kann ich gebrauchen. Definitiv. Nicht unbedingt alles, aber das meiste tatsächlich. Hier, guck mal, ich habe so eine Kiste. Da hinten, diese alte da mit diesen ganzen Verteilerkappen und so. Das ist meine Zündkabelkiste. Da brauchst du immer mal eins von. Wenn man irgendwo eins durchschlägt, kaufst du ja kein neues. Vor allem mittlerweile ist ein Zündkabel voll teuer geworden. Habt ihr schon mal gemerkt? Das Zündkabel bist du mittlerweile auch schon bei 60, 70 Euro teilweise. Und das ist natürlich dann hart. Finde ich teuer halt. Teuer ist teuer. Teuer mag ich nicht so gerne. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich danke dir und ja, ich räume mal eben kurz hier auf. Da habe ich noch ein Paket vor mir. Eins da, ne? Und dann sind wir schon wieder durch. Übrigens vom Thorsten. Thorsten ist übrigens auch ein Sonderfall. Thorsten ist nämlich derjenige, von dem ich damals den grünen MX-5 gekauft habe, mit den Rallye-Streifen. Gut, bis zum nächsten Mal, Freunde. Runter und danke.